Es wird wieder Weihnachten, darum freuen wir uns. Und deshalb haben wir dieses Titelbild gewählt für das Dezemberheft. Da schauen Sie die Berge, der Schnee, die Kirche und da aus allen Fensterritzen sieht man goldene Lichtlein blitzen. Ja, so viel zur Jahreszeit. Zum Inhalt: Bauen in der Landschaft heißt das Heft und wir zeigen ein Baumhaus, ein Erdhaus, ein Grashaus, ein Inselhaus und ein Waldhaus. Und gemeinsam ist diesen Gebäuden in der Landschaft, dass die Architekten nicht versucht haben, regionale Besonderheiten im Sinne der Tourismusmanager in die Gegenwart zu holen, also das Satteldach mit der Biberschwanzdeckung, die Sprossenfenster mit den Klappläden, sondern dass sie sich mit der Natur, mit der Landschaft, mit der Topografie auseinandergesetzt haben. Also es gibt Häuser, die lagern unauffällig zwischen den Hügeln, manche stehen im Wald oder sogar zwischen den Bäumen oder sind eingegraben. Aber es geht auch etwas provokanter. Hier haben wir ein Haus dabei, das hat eine Grasfassade aus Kunstrasen. Das ist Bauen in der Landschaft nach dem Klimawandel. Schöne Bescherung. Alles im B12. Frohes Fest.